Hey ho, der Vorbuddler begrüßt euch wieder zu einer neuen Folge. Wir spielen Minenarbeit oder wir spielen Minecraft, so heißt das Spiel, was wir hier spielen. Hab mal ganz dumm dreist jetzt hier nochmal ein bisschen Sand weggehauen, damit der Wasserfall hier in den See fließt. Da waren wir ja beim letzten Mal ein wenig stehen geblieben. Holen wir noch, das ist jetzt noch ein bisschen... Ja, ich finde das ganz gut, wenn der so ein bisschen durcheinander aussieht, das hat was, ne? Schaum wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn wir ein bisschen so Schaum hätten, ne? Dass das so schäumt, das Wasser. Hier, das ist nicht so gut hier. Weiß ich auch nicht, wie wir das jetzt da wegkriegen. Ja, da muss ich hier mal, ach ja, da muss ich mal ein bisschen ein paar Eimer holen. Ich habe leider keinen dabei. Auf dem Rückweg kann ich aber mal eben, ach, ein Ei. Das ist ja schön. Haben wir auch mal wieder ein Ei gefunden. Ja, der wunderbare Folge, die fängt ja mal richtig gut an. Letzte Folge ist uns hier sogar ein Schwein davon da oben runtergefallen. Wir brauchen nur die Koteletts aufheben. Das ist ganz toll. So, aber ich wollte auch hier diesen Hang, diesen Steilhang, erstmal da noch so ein bisschen auffüllen. Und dann, ja, eben halt noch ein bisschen angleichen. Dass der nicht so steil aussieht, sondern eher so stufenförmig ist. Machen wir das mal so. Erstmal Lage für Lage. Und dann können wir so langsam mit unserer Projektwand auch mal, vielleicht habe ich habe die Hoffnung, dass wir da auch vielleicht mal langsam, also so ganz langsam jedenfalls, mal ein Schild von abnehmen können. Zum Beispiel Terrasse unten. Ja, dass wir das erstmal so ein bisschen so machen. Schon schöner kann man ja hinterher immer noch. Wir werden das in ein paar Folgen dann wieder sehen. Dann werden wir hier irgendwo vorbeilaufen, was wir hier jetzt stolz gebaut haben. Und dann werden wir sagen, ach nee, das kannst du aber hier noch verbessern. Das kannst du noch schöner machen. Und das ist ganz klar, ne? Ach, guck mal, jetzt haben wir hier so ein bisschen, ich guck mal aus der Entfernung. Mal ein bisschen weiter weg. Diese Bäume sind sehr gut. Wenn ich hier aus der Monsterfalle rauskomme und zum Beispiel da lauert eine Spinne, dann kann ich hier um die Bäume zickzack laufen. Die verheddert sich da so, die Spinne. Die kann mir nicht folgen so schnell. Das habe ich irgendwie auch schon mal erlebt. Ach ja, das ist ganz gut jetzt. Das ist ein bisschen, ja, das ist ganz gut. Die Ecke hier ist noch irgendwie komisch, aber das ganze Loch hier ist ja noch komisch. Ja, das ist klar, das ist noch nicht so geschmeidig irgendwie, ne? Mal ein bisschen auffüllen und mal sehen, was wir hier so machen können. Sowieso mal ganz gut, dass wir die ganze Erde mal so ein bisschen weghauen. Ja, aber ganze Kisten voll mit Erde. Muss ja auch nicht sein, ne? Püppel die Püppel. Ja. So, so. Der wieder weg. Irgendwie sowas. So vielleicht irgendwie... gucken. Nee, das war schon okay so. Das können wir so lassen. Hier vielleicht so können wir das machen, richtig. So machen wir das doch jetzt. Wieso bin ich nicht gleich drauf gekommen? So ist es auch richtig, so von der Terrassenform. Das heißt, was heißt richtig, ne? Kommt halt gut ins Auge. So. Ja, das ist gut. Das ist gut. Hier so ein bisschen, dann geht's in den Sand über. Hier können wir den restlichen Sand, den wir dabei haben, füllen wir jetzt hier mal auf. Machen wir den Strand etwas höher. Ja, natürlich nicht so. Ja. Das ist ganz gut. Zwei Reihen hier mal noch hin. Da haben wir noch sieben. Ja, können wir hier noch genau hin. Hier noch ein paar... So angleich, ja, das ist okay. Ah ja, ist schon viel besser. So. Vielleicht hier noch eine normale... Haben wir Holzstufen da? Na, wir haben natürlich überhaupt nichts dabei, aber hier so normale Stufen noch hin. Vielleicht aus Holz sogar, ja, dann... Da kann man hier so diesen kleinen Strand betreten. Den können wir hier noch ein bisschen verändern. Oh, es wird gerade dunkel. Das habt ihr sicher auch bemerkt. Aber sicher auch ganz gut, wenn ich das auch nochmal dazu erzähle. In der Dunkelheit ziehen wir uns natürlich nach drinnen zurück. Jetzt weiß ich nicht, ob ich schlafen gehe. Ich überlege mal gerade, ob wir vielleicht auch innen noch irgendwas in der Nacht erledigen können. Das ist immer so die große Frage. Das Ei könnten wir ja vielleicht mal in die Kiste legen. Da sind wir dann die ganze Nacht schon mal mit beschäftigt. So, ah. Das war viel Arbeit. Oh, das war viel Arbeit.
Ich gehe mal einfach in den Keller runter. Pass mal auf, ich gehe mal einfach in den Keller runter und guck mir den Keller mal an. Die Ecke, die muss endlich auch mal gemacht werden. Hier mit dem, noch einem Ausgang oder was, ne? Und also es ist auffallend, dass wir schon wieder seit vielen, vielen Folgen eigentlich immer hier unten einen Zombie hören. Ich werde hier mal lauschen. Ist der in unserem Sadomaso-Keller? Nein. Können Sie ja mal zurückziehen. Ja, schlag mich, schlag mich. So. Genug gequält. Was ist das eigentlich hier für eine Ecke? Die könnten wir eigentlich auch mal wegmachen, oder? Die sieht doch da irgendwie jetzt so asynchron aus. Passt da gar nicht hin. So lasse ich die. Und dann mache ich in die Ecken so. Und da mache ich nämlich Fackeln hin. Ey, wo ist der denn schon wieder? Ich finde das komisch. Also, ich weiß auch nicht. Hier ist ja alles bebaut ringsherum. Hier haben wir doch gar nichts mehr. Der kann ja eigentlich nur hinter der Wand sein, außen. Na, dass der da in der Ecke steht, außen wieder. Da steht irgendwie jede Nacht einer. Da war hier nur eine Probebohrung. Gefährlich, ne? Ihr kennt das schon hier. Große Gefahr. Ist denn da jetzt immer noch was, wenn wir hier lang laufen? Es sollte nämlich hier eigentlich gut hell sein inzwischen. Aufpassen. Eieiei. Angst. Dunkel da, ne? Dunkel da. Sollten wir noch was hinstellen? So. Weil irgendwann wollen wir hier vielleicht ja auch mal was reinbauen. Da müssen wir das schon mal ein bisschen sichern hier alles. Ach Mensch, mir fällt auch ein, was ich machen wollte. Ich wollte ja mit euch mit einer Silberhacke bewaffnet. Da ist ein Creeper da unten. Da wollte ich ja mit euch in die andere Höhle gehen. Wo ist er denn jetzt wieder? Ach nee. Hallo. Da. Wenigstens jeder Schuss ein Treffer. Ja, um da mal ein bisschen in diese Tiefbohrung reinzugehen. Das ist natürlich extrem interessant, so Tiefbohrungen. Lohnen sich eigentlich immer. Oh ja, da ist auch wieder einer. Ich hab's auch gleich gerochen, ne? Ich rieche die immer schon vorher. Das ist aber jetzt nicht der, der uns da eben auf den Geist gegangen ist mit seinem Gegrunze. Also, wir sehen, er ist immer noch nicht richtig sicher, ne? Aber das ist mir auch egal. Also, ihr wisst das, auch wenn ihr schon meinen Kanal länger verfolgt. Und meine Videos schon öfters angesehen habt. Also jetzt nicht immer ein und dasselbe Video, sondern viele meiner über 100 Videos, die ich inzwischen gemacht habe, mit über Minecraft, ne? Hätte ich selber nie gedacht, ne? Aber dann wisst ihr ja, dass ich nicht so ein Sicherheitsfanatiker bin. Ja, natürlich möchte ich auch mal in Ruhe irgendwo bauen können und ärgere mich natürlich auch, wenn ich unterwegs ständig ermordet werde und alle meine Sachen dann verliere. Shit happens, ne? Ist da auch noch so dunkel? Das ist doch irgendwie. Ich denke, wir waren hier schon mal drin. Habe ich denn da wieder auf der halben Strecke aufgehört oder wie? Ist ja richtig dunkel hier noch. Guckt euch das mal an, was wir hier noch alles. Ich bin völlig baff jetzt gerade, ne? Da geht's auch noch weiter da hoch oder was? Oder wie oder was? Oder wo? Ah, ne, hier ist okay. Hier ist okay. Da ist auch noch ganz viel. Okay, das ist natürlich schön, wenn man weiß, ist ja auch alles direkt nebenan, ne? Ja, gut, was soll ich sagen? Bin ich so ein Sicherheitsfanatiker, ne? Also, ich muss nicht alles so sein,
jedes Gebäude, dass da keine Spinne mehr rüberkrabbeln kann und so. Weil irgendwann wird es dann ja auch langweilig, wenn man nie wieder überrascht wird, ne? Obwohl das passiert eigentlich in Minecraft nicht. Es gibt immer wieder so komische Situationen oder man fällt halt irgendwo runter oder was weiß ich, ne? Schön, die Kohle hier. Also es ist mir völlig entgangen hier bei unserem ersten Besuch hier unten, dass wir hier solche vielen dunklen Ecken noch haben. Ich dachte, ich hätte diese Höhle wirklich völlig erkundet. Natürlich die Frage, ob man hier nicht auch Tiefbohrungen machen sollte, ne? Ist ja näher dran. Da braucht man nicht mal rausrennen, obwohl das Rausrennen natürlich ist es dann immer ein bisschen Weg zurückzulegen. Andererseits aber wieder bringt es auch ein wenig Abwechslung in die Sache, ne? Da muss man wieder ein bisschen durch die Natur rennen. Ist so extrem verwinkelt hier die Höhle, dass ich auch gar nicht weiß. Also ich weiß überhaupt nicht, wo ich bin, ne? Es ist jetzt wieder. Ach ja, hier bin ich, ja, klar. Der Dungeon, ne? Aber alles ruhig da unten. Hier geht's raus. Wunderbar. Folge 25 waren wir hier das erste Mal, das weiß ich noch. Ja, gut, ich guck mal, ob es draußen wieder hell ist. Sofern ich denn den Ausgang finde. Das ist ja nicht gesagt, ne? Warum habe ich eigentlich eine Feder in der Hand? Das ist irgendwie nicht so günstig. So. Ein Schwert ist doch irgendwie ein bisschen besser. Habe ich das verloren? Ich habe gar nicht gemerkt jetzt, dass sich da irgendwas geändert hat. Gehen wir offen zu. Ne? Kann ich alles merken. Bin hier völlig falsch. Ja, da geht's auch, ist immer noch falsch. Da lang, keine Ahnung. Da hoch, da hoch vielleicht? Oder sind wir da nicht lang gekommen? Mama, ich hab mich verlaufen. Ja. Der kleine Vorbuddler möchte aus der Höhle abgeholt werden. Da geht's, glaube ich, lang. Sag ich jetzt mal so. Wegweiser wären vielleicht eine ganz gute Idee. Ich kletter auch mal ein bisschen höher irgendwie. Nach oben ist ja auch immer gut. Ach, da sind wir ja schon. Da sind wir ja schon. Ne? Sollte man eigentlich alles sprengen hier. Ich glaube, das machen wir auch mal. Ja, ganze TNT. Ich habe nämlich schon eine ganze Menge TNT. Also auch in der Drehpause habe ich einige Creeper erlegt. Da 64 und 6, ne, sind 70 TNT-Stücke. Und es ist immer noch dunkel. Draußen steht ein Schaf. Das ist mir jetzt egal. Ich gehe schlafen. Am nächsten Morgen schnappe ich mir dann die versprochene Silberhacke. Mache ich wirklich. Muss ich auch haben. Dann checke ich noch ein bisschen Inventar, wo alles Notwendige dabei haben und alles Überflüssige hier lassen. Und dann machen wir uns nochmal ins Goldeital kurz auf, rennen da mal in meine Tiefbohrung. Warte mal, dann machen wir das mal so. Ja, das, die Eisenohren, die kommen gleich weg. Das lassen wir hier, das lassen wir auch hier. Das können wir zur Hälfte, können wir das gleich hier lassen. Und ein bisschen Erde sollten wir noch mitnehmen. Erde ist immer gut zum Dingensen. Sag doch mal schnell. Ah ja, auch mal eben so. Ja, das ist okay. Das nehmen wir auch mit. Wertvolle Eisenohren kommen hier rein. Dann das Sprengpulver noch hier lassen. Und die Federn auch. Völlig überflüssiges Zeug. Dann haben wir hier genug. Oh, wir sollten noch ein Ersatzschwert und ein paar Fackeln mitnehmen. Gesagt, getan. Da schmeiße ich das Schwert auch direkt mal weg. Fackeln habe ich auch produziert. Haben wir alles da. Ja, hier wunderbar. Hehehe. So, Essen. Essen, Essen, Essen ist auch da. Ja, gut. Und ein wenig, was sagte ich denn? Erde. Erde, so, das reicht. So, dann laufe ich mal rüber. Dann laufe ich mal rüber. Ah! Oh nein. Nicht schlimm, Leute, nicht schlimm. Außer, dass er uns natürlich jetzt so völlig das Haus zerhackt hat vorne, den Eingangsbereich, ne? Ah, da habe ich jetzt echt nicht mit gerechnet. Das,
Ja, also gut. Tief durchatmen. Tief durchatmen. Alles ist noch da. Alles ist noch da. So. Wahrscheinlich haben wir ein paar Verluste, weil das wird ja auch mal ein bisschen was zersprengt, ne? Aber im Grunde, okay. Die beiden Türen, da also habe ich gerade mal Schönstein hier. Nein, ich hole mal eben ein Stück Schönstein, dann reparieren wir das ganz schnell. Ist ja alles kein Problem. Ah, Herrgott. Das war wieder klasse, ne? Ja, also ich hoffe da nur, ihr habt euch genauso erschreckt wie ich. Ich sprach vorhin davon, dass es ja immer mal unerwartete Momente gibt. Wir waren ja eben nochmal in der dunklen Höhle, haben da alles im Griff gehabt, alles wunderbar, kein Problem, ne? Und ja, kommt dann hier in völliger Sicherheit mal eben wieder raus. Ach, die ganze Wand hat's auch zerfetzt. Die ganze Wand hat's auch zerfetzt. Das mache ich sofort, weil sonst mache ich das nie. Ja, ihr kennt mich ja schon, ihr wisst ja, dann verplapper ich mich wieder und dann dauert das Jahre. So, ich denke mal, das ist jetzt okay. Da noch die vier Schönsteine reingesetzt. Ey, so ein Halodri, ne? Da unten liegt auch noch irgendwas. Mach, meine Schere. Und meine Schaufel. Hallo. Und noch mein Geröll. Ja, ist es eine Possibility? Jetzt haben sie sich aber wieder gegen mich verschworen. Ich meine, jetzt müssten sie wirklich alles zersprengt sein. Ey, das ist doch nicht zu glauben, ne? Es ist ja. Wo kam der denn jetzt auch wieder her? Ja gut, bisschen Aluminium. Sehr schön. Wobei ich jetzt gerade nicht mit dem Extra-Pack spiele. Toll, unser neuer. Gerade neu gebaut. Ja, das bringt nichts, wenn man hier alles verschönert, ne? Das ist so eine blöde Ecke hier. Ach. Leute, ich verspreche euch, in dieser Folge gehen wir noch in diese Tiefbohrung. Wir machen das. Ihr wisst, ich brauche auf die 15 Minuten nicht zu achten. Meinen Berechnungen nach sind wir sowieso schon drüber. Ja. Wir lassen jetzt auch den Strand Strand sein. Den repariere ich dann später mal wieder. Das müssen wir jetzt ja nicht doppelt machen. War meine Unvorsicht, ja, die uns wieder hier in in den Tod geführt hat. Ich renne nur eben hoch. Ey, sowas Doofes, ne? Und schau mal eben, was ich noch alles hab, ob ich alles hab und inwiefern, ne? Und deswegen schaue ich mal eben. Zack. Jawohl. Okay. Ein Schwert. Noch ein Schwert. Die Zange. Ah, die Fackel. Jetzt macht mich nicht schwach und der Bogen ist. Ach, den Bogen habe ich und die Pfeile habe ich auch noch. Das ist für mich eigentlich immer das Wichtigste. So, und dann haben wir die Hacken. Das kann alles schön mal nochmal eben schnell sortiert werden. Da seht ihr auch, wie ich das immer mache. Ich habe so meine eigene Ordnung. Ah, die Zange brauchen wir jetzt eigentlich, glaube ich, wahrscheinlich eher nicht. Das ist doof, dass man die da nicht austauschen kann. So ist das immer blöde. So. Ja, da hinten kommen dann Koteletts rein. Den Rest können wir mitnehmen. Man weiß ja nicht, wozu es gut ist. Den Sand, den lasse ich hier doch mal lieber, weil, ja, das ist jetzt, das ist der restliche Sand vom Strand. Ja, gut. Es ist okay, es ist okay. Es ist jetzt okay. Lass es gut sein. Wieso habe ich die denn jetzt noch dabei? Habe ich die Tür jetzt nicht repariert? Hä? Ja, sag mal. So. Ja, völlig durcheinander wieder der Mann, ne? Völlig aufgelöst. Jetzt können wir aber auch direkt starten. Ich halte hier nicht mehr an. Ich bleib hier nicht mehr stehen. Ich laufe jetzt durch. Mal gucken, ein bisschen. Hoffentlich wird es jetzt auch nicht gerade dunkel. Schon wieder so viel Zeit verplempert. Auch wieder so gefährlich, ne? Kann von was weiß ich, von überall kann da was kommen. Ich mache immer hier so, renn lieber schnell durch. Halte nach möglichen Verfolgern Ausschau. Das ist auch so eine Stolperfallenecke hier, ne? Dafür brauche ich dann die Erde, um sowas mal eben auf die Schnelle zu reparieren. Und hier war natürlich.
große Gefahr. Ihr seht ja auch, diesen Raum ist ein schöner Raum hier. Ich habe da, weiß noch nicht, ich würde da gerne irgendwas reinbauen, so irgendwie so eine, vielleicht so eine Plantage war ja mal angedacht, unterirdisch so eine Plantage zu bauen. Mit Sumpfkraut oder sowas wird hier gut passen. Bäume wären, glaube ich, nicht so gut. Was mir hier auffällt. Okay. Was mir hier auffällt, sind das, diese Ecken hier. Die waren natürlicherweise so. Und die sind überall so hier, ne? Das finde ich total gut und würde das gerne behalten. Scheinen sogar symmetrisch zu verlaufen. Also, das ist enorm, ne? Genial. Ich würde dann vielleicht höchstens den Raum vielleicht noch aufkloppen, habe ich mir gedacht. Und das Ganze noch, also dass er doppelt so tief ist praktisch, so nach unten nochmal. So, und dass wir dann hier irgendwie eine Plantage reinbauen oder sowas. Ne? Stelle ich mir schön vor. Dann hier natürlich mit einem schönen Eingang. Also richtig schön, so Dreier-, Vierer breite Treppe darunter, so richtig so, wow, da kommt der Chef, so, ne? Und hier mal eben checken, Stolperfalle. Stolperfallen wegmachen. Hier haben wir noch ein bisschen, das war nur eine Sackgasse, habe ich inzwischen mich erkundigt. Gut, dann lassen wir jetzt mal hier das Zeug. Das ist mir zu gefährlich. Ja, ich wollte ja in die Tiefbohrung jetzt mal. Ach, nee, ne? Leute, ich mache ein kurzes Cut. Und hol mir eine Silberaxt. Ne, weil, ich habe meine sieben Sinne heute nicht beisammen. Ihr merkt das schon. Ihr sollt nicht drunter leiden. Bis gleich. So, Leute, ihr seht schon, ne? Das war ja nur der Sprengwurm schuld. Ich habe mir mal eben die Silberhacke geholt. Ich sage immer Axt, das wisst ihr wahrscheinlich auch schon. Weil darum ging es ja eigentlich. Ne? Und trotzdem habe ich mich mal wieder dumm angestellt und dann. Und jetzt muss ich erstmal überlegen, ja, sollte hier eigentlich auch da oben, da ist es, ist nicht mehr viel da oben. War nur eine kleine Kammer, da hängen jetzt Fackeln drin, da sollte jetzt nichts mehr passieren. Vielleicht ist diese Ecke hier noch ein bisschen zu dunkel. Ja, das sind jetzt so Orte, da habe ich ja doch schon vor, vielleicht öfters mal hinzulaufen. Ja, vielleicht doch mal ein bisschen sicherer machen. So, jetzt geht's hier nämlich runter. Das sieht ja auch noch so ein bisschen dunkel aus da drüben. Hier. Ja. Da ist nicht mehr viel. Hier geht's noch einmal rum. Hier habe ich jede Menge Kohle gefunden. Darum auch so zerklüftet. Gut, jetzt die Tiefbohrung, die ist hier unten. Moment. Einmal zurücklaufen. Wunderbar. Und hier geht's dann rein zur Tiefbohrung. Ganz einfacher Schacht. Wie in der Burg Wiesenfels. Guckt euch meine erste Staffel Let's Shows an. Es gibt Playlists auf YouTube, ne? Und da habe ich schon mal so eine Tiefbohrung gemacht. Hier war wieder ein Kohleflöß. Ganz einfach, ne? Auf so einer Vierer Grundfläche immer so zickzack runter. So, und hier habe ich schon ein bisschen Redstone gefunden. Das sichere ich auch sofort. Dafür nehme ich die Silberaxt. Ja, ganz klar. Klarer Fall. Und machen wir jetzt auch mal die normale Axt weg. Brauchen wir nicht hier unten. Werden wir wahrscheinlich keine Bäume finden. Nehmen wir ein bisschen Kohle mit. Ah, ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter runter. Die Kohle ist jetzt langweilig. Das Silber höchstens. Zock. Hätte auch mehr sein können, wie immer. So, haha. Ja, und hier ging es dann auch nicht weiter mit meinem System. Und dafür brauchte ich eben unbedingt die Metallhacke. Oder genau, Metallspitzhacke. Jetzt weiß auch wirklich jeder Bescheid, wovon ich da immer fasel. Ihr seht, wie ich immer spare, ne? Ich nehme wirklich die ha kostbare Hacke dann wirklich nur für das kostbare Material. Redstone, total cool. Aber ich meine, wir haben schon eine Menge Redstone gefunden. Ne, aber wir werden es natürlich auch gebrauchen. Irgendwann, ja. Ist alles noch ein bisschen zu früh. Müssen wir mal ein bisschen sehen. Hab schon vor, so ein paar Schaltungen zu bauen. Oder ich bin jetzt kein Weltmeister, aber eben da, eben deswegen kann man das vielleicht mal ganz interessant machen. Ne? Es ist ja immer das Schönste,
wenn ich versage, ne, und etwas nicht klappt. Seid mal ganz ehrlich, niemand will hier so einen perfekten Spieler haben, bei dem alles gelingt, ja. Ich sag mal jetzt Ziel erreicht. Ziel erreicht erstmal. Ich mache hier weiter. Bedrock. Bedrock. Wir sind am Bedrock. Ich wollte gerade das Video beenden. Und was kann es für ein schöneres Ende sein, ja, als wenn man Bedrock erreicht? Völlig unerwartet. Ich meine, ja klar, wir sind auch richtig tief. Ja. Gut, beim nächsten Mal gucken wir uns das mal ein bisschen genauer an. Macht's gut, bis dann.